Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Trikot for Squad. Wir sind jetzt glaube ich hier bei der 6. Folge von Trikot for Squad. Ich glaube mal, aber wir wissen ja das Schema, wie wir es machen. Wir suchen jetzt unser Trikot raus und aus dem müssen wir unser Team bauen. Ja. Aus den beiden Trikots bauen wir jetzt unser Team und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Apropos, warte mal ganz kurz. Ihr habt vielleicht gestern die Folge von Buy First Midfielder gesehen. Da habe ich die Facecam unten gehabt, die ganze Zeit. Bis aber am Anfang, dann hatte ich die ganze Zeit da unten, auch im Spiel unten. Das ist ein Fehler von mir gewesen. Ja, weil ich ja mit OBS aufnehme und deswegen, ja, und deswegen starten wir jetzt halt wirklich jetzt rein. Also, go, go. Aber, bevor wir jetzt halt unser Team hier bauen, werden wir jetzt unsere Formation loslosen mit Random Boots. Ja. Ganz okay. Nehmen wir die Formation und dann werde ich sagen, auf geht's, wir bauen unser Team in 3, 2, 1, go, 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 go. So, und da haben wir jetzt auch schon unser komplettes Team mit einem einzigen Bronzespieler, diesem Graham, oder wie auch immer man ausspricht. Wir hätten eigentlich jetzt halt auch den Gray holen, reinstellen können, aber der hat mir jetzt nicht so gut gefallen in der Zeit, wo ich ihn im Squad-Builder hatte, ein bisschen, ja. Es ging so, aber, ja, ich kann mit ihm nicht umgehen, da konnte ich besser mit dem Hennings umgehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Hennings konnte ich da besser umgehen. Wir haben nur eine Dreierkette. Ein Goldkeeper haben wir wenigstens, ja. Ein Goldkeeper haben wir wenigstens. Und ihr habt ja gesehen. Wir haben einfach Wechselchaos hier mal wieder. Ja. Aber ich würde sagen, wir starten rein in die zwei Spiele mit den Trikots und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Nachkommentierten Gameplay. Da haben wir uns auch schon unseren ersten Gegner im Trikot for Squad mit Cristiano Ronaldo, der ist ausgeliehen beim Gegner. Ja, so ein Anfangsteam, aber mit Cristiano Ronaldo drin. Ja, hier kriegt Graham den ersten Angriff.
Graham. Und dann läuft der Stürmer da einfach mal rein. Unsere zweite Sturmspitze natürlich. Ja, und dann fällt ein Tor dank eines Fehlers des Gegners. Der spielt den Ball kurz und dann steht da Afobe, macht den Ball natürlich rein als Stürmer. So, Cristiano auf Suter, Nielsen und unser Keeper wäre da fast. Wäre da gewesen, glaube ich, wenn er aufs Tor gekommen, unser Heathorn. Dort machen wir einen Fehler. Und er macht ihn, er nutzt ihn aber nicht. Er hämmert ihn an die Latte hier. So, Afobe. Ja. Habt gesehen. Steht 2-0. Der Gegner, der lernt es einfach nicht, ne? Der Gegner lernt es einfach nicht. Der lernt es einfach nicht. Der lernt es nicht. Der spielt immer wieder kurz. Das ist das zweite Mal, ne? Das zweite Mal? Nee, das dritte Mal schon, ne? Dass er diesen Fehler macht. Und hat auch noch Glück. Ja. Der ZOM, der will die Flanke bringen, bringt sie aber nicht gut. So, jetzt haben wir hier Ruven Hennings, die KSC-Legende. Alter, das hört sich voll komisch an. So, Afobe wieder. Der geht in die Mitte, schließt ab, Torwart hält. Dann unser ZOM und dann Lukas Hennings, wollte ich gerade sagen. Luca Henning, wollte ich gerade sagen. Ja, er heißt aber Ruven Hennings. Und ist Deutscher. Auch wenn er sich nicht so anhört. So. Unser Innenverteidiger Long, der probiert es einfach mal. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der da so gut kommt, dass der Innenverteidiger von uns, ne? Dass er so einen krassen Schuss auf einmal hat. Jetzt hat Henry, der spielt auf Quadi, oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Cody, nehmen wir mal Cody, der macht den Ball da locker flockig rein unter ZM. Was für ein geiler, das ist ein geiles Spieler, muss man mal sagen, für ein Silberteam mit einem Bronzespieler und einem Goldspieler. Ja, war es ganz gut. So, es hat hier Hennings, Ruven, Hennings und Kreuzig. Und da habe ich damals heute mit dem Kreuzig, du. Ja, haben wir es heute mit dem Kreuzig. Der Capitano macht in der 90. plus 3 das 4-0 mit dem schwachen Linken. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich überhaupt 4 Tore überhaupt noch schieße. Ja, weil ich musste erstmal mit dem Team ein bisschen klarkommen und dann ging es fast von alleine, ja, diese Chancen hier rauszuarbeiten. Nicht das 5-0. Nicht das 5-0, weil Afobe mit dem linken im Ball ganz knapp am rechten Pfosten vorbeihaut. Da muss ich nochmal überlegen, ob welcher Pfosten es war. Vom Keeper aus. Ja, haut ihn lang. Er hat ihn mal lang gehauen und dann ist das Spiel auch vorbei. Wir gewinnen das allererste Spiel mit 4-0. Und der Beste war Afobe. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Afobe hier der beste Mann auf dem Platz ist. Ja. Und jetzt haben wir hier ein Team aus Eredivisie, komplett Bronze. Komplettes Bronze-Team, darfst du nie unterschätzen. Habe ich leider ein bisschen gemacht, ein bisschen. Aber wir werden sehen, wie das Spiel so ausgeht. So, Henry, der spielt auf unseren ZOM, Hennings. Ah, der Keeper hält den Ball da mit dem Gesicht. So, erste Chance für unseren Gegner über Paul. So, Paul, aber Arfield ist eigentlich da. Und trotzdem macht Paul da eine gute Chance draus für unseren Gegner. So, jetzt hat Hennings. Hennings, Chipball. Gegner schreit Keeper. Der macht es stark. So. Jetzt hat Cody, der kriegt den Ball da perfekt und hämmert den Ball da an die Latte. So, jetzt haben wir hier Henry. Kreuzlatte. Ans Kreuzeck. So, als erstes hier der Fehler. Fatz. Haut den weg. So, Graham gewinnt den Kopfball auf
Afobe und Kipa. Der Betnarek. So, jetzt haben wir die wieder die Gegner. Der Gegner spielt das Ghoul über Pal. Der spielt auf Shop. Und der Ball ist drin. Wenn mir nicht alles täuscht, war das der Rechts- oder Linksverteidiger von ihm. Geiler Spielzug vom Gegner. Es steht 1-0 für ihn. Ja. Nach diesen ersten Chancen habe ich ihn ein bisschen unterschätzt und dann kassiert mal halt das Tor und da habe ich mich wieder angestrengt ein bisschen. So, aber wieder erstmal der Gegner über De Silva. De Silva. Ah, der kann ein bisschen, der packt ein bisschen jetzt gerade sein Pace aus. De Silva. Spielt in die Mitte auf Lausen. Und unser Keeper ist da. Und dann war's doch mit dieser Chance. Er schreit erstmal nochmal auf. So. Jetzt hat er, unser ZOM ist schon komplett weg. Hennings jetzt nicht mehr am Abseits. Hennings. Fernschuss. Drin ist er. Dafür ist Ruven Hennings bekannt. Für seine richtig geilen Fernschüsse. Die KSC-Legende. Hat ja sehr lange Zeit beim KSC gespielt. Hat viele Tore für ihn gemacht. Auch wenn ich da jetzt diesen Andre Gray hinstellen hätte können, aber ich wollte jetzt nicht so auf Pace spielen. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht reingetan, Hennings. Aber Hennings beweist sich, 92. Spielminute. Wir sind in der Verlängerung und Henry trifft den Ball da nicht komplett gut. Aber der Ball ist trotzdem drin. Henry macht ihn zum 2:1. Und runter. Yeah, das war der K.O.-Schlag. Könnte man meinen. Aber wir schauen weiter. So, wieder Cody auf Arfield. Auf Afobe, Alter. Was macht der denn da, Alter? Der haut da einen Außenrissschuss raus mit dem rechten Hammer. Ein bisschen Glück ist auch noch dabei. Ziehen wir jetzt nochmal hier. Zack, geht dann in die Mitte. Gute Ballbehandlung und dann hämmert er dem da mit dem Außenriss da an den Pfosten, an den rechten, und macht ihn rein. So, Amrabat, der bringt die Flanke gut, aber auch nicht. So, jetzt haben wir Kramer. So, jetzt haben wir hier nochmal Arfield auf Afobe. Hennings. Ja, dafür ist Hennings da. Der läuft sehr stark in die Schnittstellen der Abwehr. Und dann macht er meistens ein Tor daraus, aber Arfield macht hier jetzt halt kein Tor daraus. So, jetzt holen wir wieder der ZOM auf Arfield. Den habe ich dann ein bisschen in die Spitze gezogen, weil da macht er sich irgendwie besser. Nochmal Arfield auf Long. Hennings. Da ist das Spiel auch vorbei. Wir gewinnen mit 3:1. Ja. Ruven Hennings, der hat in 2 Spielen 2 Tore gemacht. Und beide in dem letzten Spiel. Das ist mal ein richtig geiler Spieler. Der Ruven Hennings ist ein richtig geiler Spieler, muss man echt mal sagen. Wenn ihr ein Silberteam oder sowas bauen wollt mit ein bisschen BPL oder Deutsche, dann kann ich euch Ruven Hennings da vorne mal empfehlen. Den müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr noch nicht ausprobiert habt, aber dann hätte ich jetzt auch sagen, Leute. Was ist auch mit der Folge von Trikot4Squad? Und dann würde ich sagen, haut rein, lasst eine positive Wertung da und ciao!